Es ist das Jahr 1777. Ich bin 28 Jahre alt, geboren in Frankfurt am Main. Mein Leben? Sagen wir mal so, ich habe wirklich schon einiges erlebt. Ich bin viel herumgekommen, habe viel gesehen. Natürlich habe ich auch viel angestellt, aber ich habe auch schon viel erreicht. Ich bin Dichter, Maler, Wissenschaftler und ich bin ein Politiker. Vor allem aber, ich bin ein Träumer. Ich bin Goethe. Und dann habe ich dich sofort gefangen. Ach, Goethe, du und deine Dichtung. Fang mich doch lieber. Moment mal. Halt. Stopp. Ich glaube, ich muss zuerst einmal erklären, wo ich mit meiner Geschichte anfange. Ja, am besten in meiner Kindheit. In unserem Haus in Frankfurt. Mit meinem Vater, Johann Caspar Goethe, meiner Mutter, Katharina Elisabeth Goethe, und mit meiner Schwester Cornelia. Meine Schwester habt ihr ja gerade schon gehört. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Wir haben zusammen gespielt, gelernt und wir haben sehr viel gelesen. Ja, ich war wirklich verrückt nach Lesen. Das bin ich auch heute noch. Eine Geschichte fällt mir ein. Einmal haben wir uns nachts in die Bibliothek meines Vaters geschlichen und uns ganz leise und heimlich gegenseitig vorgelesen. Das war damals als Kind sehr aufregend. Goethe! Goethe! Ich kann gar nichts sehen! Mehr Licht, Cornelia! Wir brauchen mehr Licht! Warte! Psst! Hier, die Laterne! Die ist aber schwer. Achtung, pass auf! Ah! Cornelia! Oh nein, die Laterne. Und jetzt liegen die ganzen Bücher auf dem Boden. Oh je! Schnell, schnell zurück ins Bett! Ja gut, ich gebe zu, heute ist es nicht mehr so spannend. Aber für uns Kinder war das sehr aufregend.